ich bin Peter Berning und ich mache eine Ausbildung zum Straßenbauer. Ich bin Christian Schleicher und mache eine Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer. Ich bin Malte Gösse und ich mache auch eine Ausbildung zum Betonbauer. Wir drei arbeiten bei der Bauunternehmung August Meinker in Lingen. Ja, wir sind ja gerade über die Bewegungsfläche gelaufen und im Rahmen des Jugendarbeitsschutzpreises haben wir uns überlegt, eine Laufmatte für Bewegung zu entwickeln, die das sichere Überqueren der Bewegungsfläche ermöglicht. Die Bewegungsfläche ist quasi die Fläche, wo der Stabstahl vor der Betonage eingebaut ist. Wenn man auf Bewehrung oder auf der Bewegungsfläche Arbeiten ausführt, ist es halt immer so, dass man über die Bewegungsfläche laufen muss und das ist halt sehr unsicher. Also der Fuß, wenn du auf die Eisen trittst, dann bewegt er sich nach links und nach rechts, dann kann es häufig passieren, dass du Probleme mit dem Sprunggelenk nach längerer Zeit hast oder du trittst direkt in die Maschen hinein, sodass dein halber Fuß in dem Eisen drin steckt und du dann kaum noch rauskommst und wahrscheinlich auch hängen bleibst und vielleicht zum Stolpern kommst. Wenn wir Bohlen auf die Bewegungsfläche legen, brauchen wir auf der einen Seite mehrere Arbeiter, auf der anderen Seite ist es zeitaufwendig, weil wir immer wieder die Bohlen holen müssen, da müssen wir die auslegen. Gerade jetzt, wo es auf Richtung Winter zugeht, hat man morgens diesen Frost auf den Bohlen. Das ist quasi wie so eine Rutschfläche. Dann kommt es häufig dazu, dass die Bohlen hin und her schwanken oder mal hoch und runter klappen, wodurch man wieder keinen vernünftigen Laufweg hat. Ja, dadurch sind wir auch mehr oder weniger auf die Idee gekommen, eine Laufmatte zu entwickeln, um halt einen festen Zu- und Abweg über die Bewehrung zu haben. Diese festen Laufwege auf der Bewehrung haben halt den Vorteil, dass man, während man auf der Bewehrung läuft, noch den Blick um sich herum hat. Das hat man halt, wenn man so über die Bewehrung läuft, nicht, weil man ständig darauf achten muss, dass man nicht hängen bleibt. Und das ist halt bei der Laufmatte nicht gegeben. Die Matten können von einer Person ausgelegt werden, man braucht keine zweite dazu. Das ist super einfach und die Matte wiegt nur 9 Kilo. Man rollt die Matte aus, legt die zweite Matte davor, klippt sie kurz an, rollt sie wieder aus und so hat man schon 4 Meter. Und also eine Matte ist 2 Meter lang. Als erstes sind wir mit unserem, unserer Strickleiter, unserem Prototypen, auf die Baustelle gekommen und haben die mal ausprobiert. Und ja, da gab es ziemlich starken Gegenwind. Wir wussten, okay, daran hakt es und daran müssen wir quasi arbeiten, da müssen wir was Neues entwickeln. Und als wir dann den zweiten Prototypen zusammengebaut haben und ausprobiert haben, haben wir auch gemerkt, dass die ganzen Nachteile, die wir bei den ersten Prototypen hatten, dass diese ausgemerzt waren. Und so war für uns das Produkt auf jeden Fall schon mal sehr viel besser und die Zustimmung war auch direkt viel besser. Der Blick von jungen Menschen auf das, was andere schon lange, lange, lange machen, ist doch immer ein Blick von außen noch und viel frischer. Und ich glaube, dass das Wort Betriebsblindheit bei jungen Menschen einfach nicht auftritt und dass die ganz kritisch und kreativ an Probleme rangehen, die wir einfach schon als in Anführungsstriche alte Hasen lange zu den Akten gelegt haben. Ich glaube, dass man Auszubildenden bzw. auch jungen Menschen im Unternehmen in der Regel wenig zutraut und das ist schade. Ich würde mir wünschen, und man sieht es jetzt an dem Preis 2016 und auch jetzt wieder, dass wir so weit gekommen sind, dass man durchaus fordern kann von den jungen Leuten und dass man dadurch auch einen gewissen Ehrgeiz weckt bei diesen jungen Menschen, sich weiterzuentwickeln.